Machen Lärm für die grüne Nationalrätin aus Basel-Stadt. Hier ist Zibel Arslan. Hallo Zibel. Schön, dass du da bist. Merci für die Einladung. Freue mich. Sag, wie war dein Wochenende? Schön, gemütlich, erholsam. Noch? Noch? Also, bist du nervös auf heute, oder? Also, ich weiss ja nicht, was auf mich zukommt. Man ist lieber ein bisschen vorsichtig. Ja, aber ich habe mich gefreut. Ganz ehrlich gesagt, ich weiss auch nicht, was auf mich zukommt. Also, ich habe einfach so ein bisschen gelesen über dich. Und da liest man, es ist eine junge Frau mit Migrationshintergrund. Und du sitzt jetzt im Nationalrat mit älteren, grauen Herren ohne Migrationshintergrund. Wie geht es dir dabei? Wir haben den Wahlkampf gemacht 2015 mit Hashtag Antigrau. weil wir gefunden haben, es sollte nicht die Mehrheit sein, sondern wir wollen, dass junge Leute, dass Frauen, dass Menschen mit Migrationshintergrund auch im Nationalrat sind. Und anscheinend hat das geklappt. Mein Kanton es hat super geklappt. Und mir stimmt positiv, dass du selber noch nie ergraut bist mit all diesen Typen. Ja, man kann noch ein bisschen daran arbeiten. Aber nach den Sessionen habe ich das Gefühl, hat man wirklich jedes Mal bei sehr vielen ein bisschen mehr Ansatz. Schon? Ja. Was hast du denn das Gefühl, was dazu führt, dass unsere Politiker so schnell grau werden? Ich glaube, das ist das Zwei-Kammern-System, das wir haben. Dass man nie fast etwas durchbringen kann. Und dann findet man es so. Enttäuscht und dann grau. Also quasi, dann stimmt ihr im Nationalrat dafür und die im Ständerat wieder dagegen? Und dann genau. Geht es einfach siebenmal hin und her? Genau. Und wir hoffen natürlich auch, dass es an mich umgekehrt werden könnte. Also es ist nicht nur per se schlecht. Jetzt beim CO2-Gesetz freue ich mich dann. Also was heisst es umgekehrt werden, dass man dann graue Haare nicht mehr hat? Also dass einem die ausgehen? Nein. Dass die graue Entscheidungen können vielleicht gekippt werden können, dass man dann vielleicht auch so eine etwas Auffrischung bekommt. Mhm. Also wie machst du das, dass du so kannst, wenn du schon einen Entscheid umstoßen willst, musst du eigentlich so ein bisschen lobbyieren? Ich weiß nicht, also im Nationalratssaal ist wahrscheinlich schwierig. Ist es einfacher in der Rauchpause? Ganz sicher. Also ich finde, wir diskutieren auch sehr gut miteinander auf der Raucherterrasse. Es sind ein paar parlamentarische Gruppen schon entstanden und ein paar Vorstösse schon zu Ende diskutiert wirklich? Worden. Kannst du ein Beispiel sagen, was ist so auf der Rauchterrasse so? Nein, wir reden nicht mit der Öffentlichkeit. Das ist eine Abmachung. Ah. Auch Journalisten, die sich dann auf der Terrasse, Bundesterrasse eben mit uns am Rauchen sind, die sollten auch nicht bitte drüber schreiben. Das ist so. Ach, spannend. Stillschweigend. Also, was ist die Bedingung, dass man dort dabei sein darf? Muss man rauchen oder kann man auch einfach als Grüne einen Äpfel essen? Nein, wir versuchen nicht zu diskriminieren. Auch Äpfelesser sind willkommen. Der Beat Flach isst immer Äpfel und dann sagt er auch, ich möchte jetzt auch ein bisschen frische Luft schnappen. Und das ist immer sehr schön. Also Äpfelesser sind willkommen. Wenn du mal möchtest, einen Äpfel essen auf der Bundesterrasse, herzlich willkommen. Ich darf einfach niemandem davon erzählen. Das, was dort besprochen ist, darfst du nicht erzählen. Mhm. Aber dass du dort gewesen bist, werden wahrscheinlich sehr viele Leute ganz rasch mitbekommen. Mhm. Wie geht es dir sonst in Bern? Also quasi, hast du ab und zu zu kämpfen gegen ein Vorurteil, wo dir jetzt als Frau mit türkischen bzw. kurdischen Wurzeln hergetragen werden? Am Anfang war das fest. Ich habe das irgendwie gemerkt, dass man nicht weiß, was natürlich das bedeutet für die Leute. Kommt jetzt da eine, die dann nicht Deutsch reden kann, die immer noch kein Alkoholangebot bekommt, zum Beispiel. Ja, ich kann es gerade sagen. Also trinkt sie Alkohol oder nicht? Finde ich super. Sie haben mir eben letztes Mal gesagt, als ich den Johnny Fischer so abgefüllt habe, ich soll mal ein bisschen bremsen. Aber du hast vorhin gesagt, man sollte dich vielleicht abfüllen, oder? Also schenkt dir richtig. Also ich mache auch so ein. Wie letzte Woche. Erzähl weiter. Ja, und das ist dann natürlich auch so ein Abtasten. Und ich habe wieder das Gefühl gehabt, die Aufklärungsarbeit habe ich in Basel-Stadt schon geleistet. 11 Jahre lang im Grossen Rot immer wieder so darüber erzählen, was Migranten eigentlich auch leisten oder dass sie eben zu dieser Verantwortung in dieser Gesellschaft beitragen. Und dann habe ich gedacht, so im Nationalrat möchte ich jetzt nicht mehr so fest darüber diskutieren. Mhm. Und als ich gekommen bin, habe ich gedacht,
ja, vielleicht also, hätte ich doch noch mal dran glauben. Also, meine, auch, dass ich dir jetzt die Frage stelle, also, meine, dass ich im Interview häufig die Frage kommt, nervt dich das? Ja, es nervt mich. Ich also, vergesse es ja, nämlich. Ja, natürlich, du bist ja einfach da, oder? Genau, und ich bin Schweizerin, Brust. Es tut mir leid, dass ich das, dass ich das überhaupt gefragt habe. Zum Wohl, Sibel. Merci. Also, dass wir nie mehr über das Thema reden. Ja, also ich glaube, ich möchte es nicht verbieten. Ich finde sie auch spannend und ich merke sie eigentlich auch, ist super. Als, als, du hast ein bisschen mitleidig reingeschaut, und du getrunken hast. Ich dachte, ich muss schnell Kontrolle. Nein, es ist, glaube ich, wichtig, dass man darüber redet, aber Leute mit Migrationshintergrund vergessen ja auch, dass sie Migrationshintergrund haben. Sie sind Schweizer und Schweizerinnen. Und dann sagt man immer, ihnen immer wieder so, du, gell, mit Migrationshintergrund und so. Bei jedem Zeitungsbericht über dich ist das drin. Genau, und du bekommst den Stempel und dann wirst du es irgendwie nicht so ganz schnell los. Also komm, reden wir über etwas anderes. Ja. Das, du hast schon mal mit deinem Bruder zusammen in Basel-Stadt vor vielen Jahren eine Shisha-Bar geführt. Mhm. Und ich bin mit meinen Freunden dort auch mal abgestürzt. Okay. Kannst du mir sagen, was haben wir bei euch wirklich genau geraucht? Das ist ein Geschäftsgeheimnis. Das ist. Okay, also. Shisha, Tabak. So, ich gehe mal heim meine Brüder fragen, was sie bei euch drin haben. Du holst deine Brüder. Aber wahrscheinlich ist das einfach auch so gewesen. Von wegen weiss, nicht ich, über Klischees reden, okay. Ich wollte sie heute mitnehmen, meine Cousins. Auch, aber sie mitnehmen? Haben gefunden, komm. Ist das jetzt nicht schon zu alt? Also der Schaffstelsener, oder? Also wenn ich mit Aggressionen umgehe, wenn du das sagst, im politischen Betrieb, also wie wirst du mit dem fertig? Ich habe irgendwann mal gehört, du hast auf deinem Estrich einen Boxsack. Also mein Freund hat einen Boxsack und ich darf gerne an mich auch reinboxen. Er hätte es gerne, wenn ich das mache. Ich finde, das findest du noch mal auf. Er hätte es gerne. Das ist eh noch spannend. Du bist auf Istanbul in die Ferien gegangen und hast dort in Istanbul einen Berner kennengelernt. Heute sind wir ein Paar, dein Freund. Ich finde, das klingt schon eigentlich so fast noch ein bisschen nach Filmstoff. Also, ja, also wenn du Details wissen willst, ist es noch mehr. Ich habe ihm nämlich einen Stein auf den Tisch gelegt mit meiner Nummer, weil ich gefunden habe, der flirtet jetzt mal so anständig und nicht so unhöflich. Zum ersten Mal mit einem Mann. Wow, was heisst? Nummer gegeben und seit 8 Jahren sind wir schon zusammen. Es hat geklappt. Was heisst für dich? Wow. Ja, das... 8 Jahre. 8 Jahre. Kannst du mir denn sagen, also, was ist für dich denn so eben fortgeschrittenes, anständiges Flirten, das er jetzt vorgemacht hat? Also einfach quasi als Serviceleistung für alle, die daheim zuhören. Das ist nicht gut. Das kannst du dann nochmal machen. Ja, das ist. Oh, ja. So. Das ist schwierig. Da hole ich meine ganze Familie und meine Brüder im Fall. Ja. Aber wenn man dann jemanden kennenlernt, der wirklich auch sehr. Sehr interessant wirkt und am Buch lesen ist T.C. Boyle und ich habe gemeint, er liest T.J. Boyle, das tönt so ist die Türkei, dann wird das sehr spannend. Er hat übrigens auch Shisha geraucht. Ich habe gefunden, super. Also ich habe nicht gewusst, dass er Schweizer ist. Und er mir dann das SMS geschrieben hat, habe ich gedacht, what? Du kommst aus der Schweiz da an. Oh Mann, ein Schweizer, ich bin da her. Den Schweizer mitnehmen. Aber dabei ist das super gewesen. Willst du noch ein bisschen über grüne Politik reden? Ja, gern. Gern. Das ist schon eigentlich momentan eigentlich überall in der Luft. Klimademonstrationen, Klimapolitik, quasi die Änderung ist schon eigentlich jeden Tag, auch in der Zeitung. Jetzt, ihr von den Grünen, hast du das Gefühl, ihr könnt jetzt im Oktober bei den Wahlen von diesem grünen Flow profitieren oder vergebt ihr das wieder so wie kurz nach Fukushima? Ich glaube, es ist nicht so vergleichbar mit Fukushima. Es ist etwas, wo alle jetzt bewegt. Es betrifft uns hier vor Ort. Und ich glaube, durch das, dass die Jungen jetzt auch klar sagen, dass sie sich Sorgen machen um ihre Zukunft, wird das etwas sein, das dann wirklich auch Auswirkungen wird haben im nächsten Herbst auf die Nationalratswahl. Hast du das Gefühl, also meine, auch der Vorstoss oder das Postulat, das ihr plant, wo ich darüber geredet habe, dass man quasi keinen Pendlerabzug mehr machen kann, wenn man jetzt so ein klimaschädliches Auto hat, hast du das Gefühl, mit dem wirst du Wählerstimmen gewinnen? Das ist ein langfristiges Projekt. Wo also nicht für die nächsten Wahlen quasi? Nein, ja. Aber es ist ja nicht so, dass wir sagen, per se vielleicht nicht abziehen, sondern wirklich auf Elektroautos oder solche Autos, Mobilität umsteigen, wo dann nicht so CO2-Ausschuss Abgas haben. Und ich finde, das ist auch wichtig, weil ein Velofahrer, wenn er pendelt zum Arbeiten, kann irgendwie nur 600 oder 800 Franken abziehen. Und der Autofahrer, der dann
uns allen ein bisschen mit dem auch schadet und einzeln allein zum Arbeiten gut gefahren, finde ich, kann man doch nicht genau gleich behandeln, sogar Autofahrer noch unterstützen, dass sie so viel können abziehen können. Und von dem her müssen wir da ein bisschen Korrekturen machen. Ich glaube, das ist wirklich für alle, auch für die Pendler mit dem Zug, mit dem Tram und so, ist das nicht mehr als fair. Ich bin gespannt, ob du das schaffst, quasi jetzt bei den nächsten Wahlen das noch dann auch noch ins Parlament hineinzutragen. Vor allem auch in Bern oben, wo du eben, wie du auch gesagt hast, mit der Kampagne antreten bist, Hashtag Antigrau. Das ist letztes Jahr. Jetzt bin ich selber ein bisschen grau. Ich bin die Älteste auf meiner Liste. Zum Schluss, ich würde gerne noch ein kleines Quiz machen mit dir. Und zwar würde ich gerne herausfinden, wie gut kennst du deine grauen Politikerinnen und Politiker in Bern oben? Wir machen ein kleines Frisurenquiz. Ich zeige dir einen grauen Haarschopf und du sagst mir, welcher Politiker dazugehört. Erster Haarschopf. Oh Gott, ich habe einen Namen, aber ich kann nicht sagen, dass er alt ist. Dann wird er beleidigt wegen dem. Ab wie viel ist denn für dich grau? Ich meine, es gibt auch Leute, die sind mit 30 schon grau. Aber also Bäumle, aber Martin nimmt es mir nicht so. Nein, würdest du nicht, dass er es nicht übernimmt? Okay, das heisst Martin Bäumle. Mhm. Es ist Andreas Glarner. Okay, zweite Chance. Anscheinend ist er mir nicht mit seiner Haarpracht aufgefallen. Grossen. Grossen? Es ist Silvia Semadini aus dem Bündnerland. Aber der letzte schaffst du, oder? Also, Sibyl, das kriegen wir her. Wer ist das? Ja, ist nicht mehr so viel rum. Luc Recordon ist es. Luc Recordon, würdest du sagen? Also, er hat quasi. Ah, nein, Luc kann es nicht sein. Quasi nur noch seine Beats-Kopfhörer an. Und es ist. Der Uli Maurer. Ja, leider nicht geschafft, aber hey. Ich kann damit glauben. Alles okay. Sehr schön, bist du da gewesen. Ja. Sibyl Arslan. Ja.